Das deutschsprachige Kabarett wäre ohne Kurt Tucholsky nicht das, was es ist. Denn kein zweiter Autor, ja nicht einmal einer der großen Kabarettinterpreten, hat so entscheidenden wie nachhaltigen Einfluss auf das genommen, was sich da im Kleinkunstkeller tat oder tut, wie dieser streitbare Publizist. 1890 in Berlin geboren, studierte Kurt Tucholsky zuerst Jura und war von 1913 bis 1933 Mitarbeiter der Zeitschrift Die Schaubühne, die ab 1918 in Die Weltbühne umbenannt wurde. Daneben schrieb er auch für zahlreiche andere Zeitschriften und unter verschiedenen Pseudonymen fürs Kabarett. Die Kabarettisten in der Weimarer Republik sparten nicht mit Anerkennung für den Mann, den Arnold Zweig als besten Chansonnier der Weimarer Republik ausmachte und Max Hermann Neisse als lächelnden Rebell beschrieb. Sie alle gibberten wie Rosa Valetti nach immer neuen Chansons und waren wie Paul Grätz versessen auf die Pointen ihres geliebten Refraindichters. Tucholskys Eintreten für die junge Demokratie, sein Versuch, das Bürgertum anzusprechen, wie auch seine Absage an die Ultralinke, machen seine Texte zu Zeugnissen des linksbürgerlichen Kabaretts. Seine Attacken gegen die Sozialdemokratie sind beherrscht von der Trauer über zu Bruch gegangene Hoffnungen, über verpasste Chancen, vertane Möglichkeiten, in Misskredit gekommene Ideale, wie er es in seinem Chanson Feldfrüchte beschreibt. Sinnend geh ich durch den Garten, still gedeiht er hinterm Haus. Suppenkräuter, hundert Arten, bauen Blumen bunter Strauß. Petersilie und Tomaten, eine Bohnengalerie. Ganz besonders ist geraten der beliebte Sellerie. Ja, und hier ein kleines Wieschen, da wächst in der Erde leis das bescheidene Radieschen. Außen rot und innen weiß. Kurt Tucholsky hat eigentlich nie für ein bestimmtes Kabarett geschrieben, sondern immer für einzelne Kabarettisten. Für Annemarie Hase und Blandine Ebinger, für Wilhelm Bendo, Trude Hesterberg und Claire Waldorf. Bemerkenswert ist auch, dass Kurt Tucholsky, der vor Tausenden von Leuten frei sprechen konnte, der Vorträge hielt und auf Autorenabenden aus seinen Werken las, nie selber in einem Kabarett aufgetreten ist. Das überließ er seinen Interpreten, wie etwa Ernst Busch, der mit seinen Tucholsky-Chansons den Nationalismus, den Militarismus und das Spießertum in den 20er Jahren angriff. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Man darf schon wieder brüllen und Feste kommandieren, wenn man Beamter ist. Der Untertan darf wieder stramm stehen und parieren, weil er ein Deutscher ist. Die neue Republik ist uns kein Jokus und die Verfassung hängt auf jedem Lokus. Wir haben noch die alten Bürokraten, die alten Richter und die Traditions. Kurt Tucholsky gilt neben Heinrich Heine und Karl Kraus als bedeutendster Satiriker des 20. Jahrhunderts. Bis heute erscheinen seine Texte in immer neuen Ausgaben in Buchformen und auf Schallplatte und werden immer wieder neu interpretiert.
blendt. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nur den Gentleman. Na, und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind, denn kriegt das junge Patenkind. Denn kocht die Milchluft über, denn macht der Krach den Wind so drüber. Denn wollen sich beide gänzlich trennen. Na, und denn? Denn ist das Kind nicht auf dem Damm, denn bleiben die beiden doch zusammen. Denn quälen sie sich noch manche Jahre, er will noch was mit blonde Haare. Vorn doof und hinten Männerin. Na, und denn? Denn sind sie alt, der Sohn haut ab, der Olle macht's noch bald schlapp. Die alte Frau denkt so zurück, was hat sie nur von ihrem Glück? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Kurt Tucholsky gab sich nicht nur aggressiv, oft auch zärtlich. Er besang sentimental Mutterns Hände und formte einen Gassenhauer über das Trachtendirndl. Seine satirische Kommentierung politischer Ereignisse war Aufklärungsarbeit und hatte zur Folge, dass das Kabarett näher an das politische Geschehen heranrückte. Er forderte, dass die Satire alles dürfen müsse und hat erfahren müssen, dass man sie da, wo die Zeit nach ihr schreit, nur eben gerade so viel dürfen lässt, dass sie der Dummheit nicht gefährlich werden kann. Als er einsehen musste, dass sich vom Schreibtisch und vom Kleinkunstkeller aus die Welt nicht verändern lässt, gab er auf, wollte er nicht mehr. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln, erschreckt sie nicht. Sie sind so zart, ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er sie ankläfft, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt Ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifistenfimmel, wer möchte nicht gern Opfer sein? Und spürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch tief bis zum Heft? Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Der Kabarettautor Kurt Tucholsky hat stets darunter gelitten, zwar Erfolg, aber keinerlei Wirkung gehabt zu haben. Wahr ist, dass das politische Kabarett der 20er Jahre jene Entwicklung, die Kurt Tucholsky als eine Reise ins Dritte Reich beschrieb, nicht hat aufhalten können und dass die vereinzelten Cassandra-Rufe, die da aus den Kabarettkatakomben drangen, ungehört verhalten. Aber es gibt eine Wirkung jenseits direkter Einflussnahme auf den Gang der Weltgeschichte.
Und da war gerade Kurt Tucholsky nicht nur überaus erfolgreich, sondern hat weit über seinen Tod hinaus bis in unsere Tage hinein Spuren hinterlassen. Denn wo und wie und wann immer einer hierzulande aufs Kabarettpodium stürmt, der auf Veränderung drängt, ist Kurt Tucholsky mit von der Partie. So auch bei Helmut Ruge, der seit fast 30 Jahren auf der Kabarettbühne steht. 1963 war er Mitbegründer des Studentenkabaretts Die Hammersänger in Berlin. Seit Auflösung der Hammersänger 1975 in München trägt Helmut Ruge seine Programme im Alleingang vor. Es sind beißend scharfe Texte, die auf der Gratwanderung zwischen Schwarz und Dunkelgrau nie in die Menschenverachtung des Zynismus abrutschen. Längst gehört Helmut Ruge zu den Satirikern im Lande, deren Texte ohne Hochstapelei Dichtung genannt werden dürfen.